behind the team. Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Was macht ihr jetzt noch so? Also wir bauen jetzt vor dem Heimspiel das Kampfgerät noch auf. Wir richten den VIP-Eingang her, dass das soweit passt. Den Maßbau. Und dann? Achso, dann machen wir Backstage und dann machen wir noch Umlauf. Also die Gameplays umverteilen. Super, auf geht's. Man hilft, wo man kann. Aushilfsorga. Hallo, herzlich willkommen. Das ist unser BBU-01-Raum. Okay, I want coffee with me. Okay. Then you get access. She's going to bring you. Can I go in? I want to see the dog. Was machst du jetzt? Also das ist nur ein Handtuch fürs zum Schuh abputzen. Okay. Sozusagen. Getränke noch für die Jungs. Und heute gibt es nur eine Flasche pro Person, weil es ist ja nur Shootaround, da haben wir ja nur kurz Training. Reicht dann. Okay. Oh. Das Handtuch noch. Sind die nummeriert? Ja genau, die sind nummeriert. So, ja, dann da ist. Wieso wird das jetzt nass gemacht? Damit sich die Spieler so die Füße aus abdrehen können und dann halt nicht so sehr hin und her rutschen. Und das war's schon für Shootaround. Tschüss! Also wir verteilen erstmal die ganzen Tischschilder. Wir müssen nämlich beim Business Club jedes Spiel einen Spieltag neu herrichten. Dadurch, dass wir nur Mieter in der Arena sind, müssen wir quasi nach jedem Spiel alles zurückbauen und vor jedem Spiel alles wieder aufbauen. Wir bauen jetzt den Fanshop auf, wir räumen alles ein, dass wir von jeder Größe alles da haben und die Fans dann gleich mal alle Größen zur Verfügung haben und wir die dann in der Halbzeit wieder auffüllen. Hi! Hallo! Hi! Was machst du hier? Ich stelle gerade die Abendkasse ein, dass wir hier Tickets verkaufen können. Beziehungsweise eigentlich sind wir meistens ausverkauft, deswegen gibt es hier nicht so viel zu tun. Trotzdem, es gibt da immer Aufzahlmarken, die wir an die Leute verkaufen, dass sie eben reinkommen. Und ja, sonst gucken, dass die Einlasszeugen alles funktioniert, dass die Leute ohne Probleme in die Arena kommen. Und genau, das ist gerade so meine Aufgabe. Ja. Okay. Genau, also nach dem Shootaround bereite ich dann meistens immer die Kabine nochmal vor fürs Spiel und dann auch alles weitere, was dann aufs Spielfeld noch später rausgeschoben werden muss.
also unsere Jugendmannschaften, die kommen jetzt, um Klatschpappen zu verteilen. Das macht jedes Mal eine andere Mannschaft, je nachdem, wer gerade Zeit hat. Und die machen das immer so zu zehnt. Hallo, Felix. Was machst du gerade? Ich laufe jetzt meine Runde und check, ob alles so passt, wie wir uns das vorstellen. Und was wird alles gecheckt? Zum Beispiel die ganzen Kabel, die das TV jetzt noch verlegt hat. Innerhalb der Klappfüße sein. Aber das ist... Deswegen wird es ja kontrolliert. Deswegen wird es kontrolliert. Hi. Hi. What's up? Was macht ihr? Wir versuchen die Emotionen im Spiel einzusammeln und dann wird es auf dem Arena-Würfel dann gezeigt. Basically, our job is for the entertainment of all the fans. So basically, it's our job to make sure everyone here is having a good time. That's really what we're doing. Good job, high five. Ihr bereitet jetzt die Bank vor. Dienstältester Mitarbeiter. Hey! Hallo! Was machst du? Ja, wie immer Social Media. Vor dem Spiel, während dem Spiel, nach dem Spiel, die ganze Zeit. Block 11 sind noch Klatschpappen. Oben. Block 11. Ja. Ja, ich hole es hier. Ist er der Chef? Ja, ja. Wäre er gern. Man muss schauen, wo Block 11 ist. Block 11 ist doch da. Also wir empfangen jetzt hier gerade unsere Partner und unsere Gäste. Und ja, wir grüßen die dann und bringen die hohen Business Club. Wie läuft's? Sehr gut. Noch irgendwelche Anregungen an die Fans? Wir schaffen. Normalerweise mache ich die After-Movies, aber heute gibt es ein anderes Video. Dankeschön. Hi. Hi, grüß dich. Was machst du gerade? Ich bereite mein Spielrecht vor. Nichts Aufregendes, aber irgendwie so Standardkram. Was machst du nachher während dem Spiel? Während dem Spiel passe ich wahnsinnig gut auf und schreibe schon an dem Artikel, der dann online geht, beziehungsweise an die Presse versendet wird und auf die Homepage geht. Mache mir Notizen und versuche möglichst viel von den Spielen zu tun. Ich war gerade hinten beim Team, als es aus der Kabine gekommen ist, habe das für Instagram im Story-Format aufbereitet und jetzt muss ich es noch posten. Ich teile die Statsheets aus, nach jedem Viertel immer, für die Gästetrainer, für unsere Trainer und für die Presseleute. Was machst du jetzt? Jetzt warte ich auf den Coach und gehe gleich mit ihm zur Bekannten. Begrüßen zur PK, zur Pressekonferenz. Geht's jetzt ans Nachbericht-Schreiben? Ja, genau. Und wie du siehst, jetzt mit Brille, wer sind sie? Ich weiß, was ich jetzt mache. Ja. Wir machen jetzt die Sticker weg und machen die wieder auf die Folie, damit wir die nächste Mal wieder benutzen können. Thank you.
Anschauen. Bis zum nächsten Mal.